Ja, hat sicher Mitglieder bei uns, die das erste Mal Tonaufnahmen machen. Auf sie freut es mich auch und ich glaube, sie sind auch dementsprechend ein bisschen nervös, auch, wie denn das hier abläuft. Ja, bin gespannt. Wir sind heute hier bei Michi und der Michi will ja, oder geht eine CD raus mit ausschließlich Naturjödel. Und dann hat er uns angefragt. Und uns hat es natürlich gefreut, dass wir quasi Wettiner oder Vertretung dort machen bei dieser Zäuerli-CD. Und ja, wir haben auch zwei vorbereitet. Wir hoffen natürlich, dass wir da ein bisschen Aufnahmeglück haben, wie man kann sagen. Mame Mimomu. Es sind beide Naturjödel von mir. Der erste, den wir dann in Angriff nehmen, ist eine Komposition, die ich einem guten Jodler-Kamerad, wirklich ein toller Kollege auch gesehen ist von mir, der Werner Roth, der leider eben nur unter uns ist, gewidmet hat. Der heisst einfach schlicht und einfach Erinnerung an Werner Roth. Und als ich den komponiert habe, hatte ich das Gefühl, ja, der Werner Roth, glaube ich, hat vielleicht, hoffe ich, Freude an dem, weil es so ein bisschen in seinem Schlag ist, habe ich das Gefühl. So ein bisschen urig, bodenständig, recht ein traditioneller Naturjodel. Und das Zweite ist auch von mir, es beschreibt vielleicht eher meine Art von Naturjödel. Heimat und Freiheit heisst das. Da haben wir das Zentralschweizer Jodlerfest in Horb vortragen von der Jury. Und der ist etwas speziell, der ist etwas anders. Der ist halt, ja, ich sage dann all, es wäre ja nicht normal, wenn es normal wäre beim Frommin. Und darum freut es mich natürlich, dass wir den auf einer CD verewigen können. Und hoffe auf Aufnahmeglück. Stufe 4 und. Mame mi mo mu. Ja, hat sicher Mitglieder bei uns, die das erste Mal Tonaufnahmen machen. Und ja, ich sage all, auf dem Land ist es so schön, man hat mit dem Nachwuchs nicht so ein Problem. Es hat alle wieder Junge, die gehen singen können in einen Jodlerclub. Und ja, es hat Junge, ich sage jetzt mal, die nicht neu im Verein sind, aber die sicher das erste Mal Aufnahmen haben. Und auf sie freut es mich auch und ich glaube, sie sind auch dementsprechend ein bisschen nervös, auch, wie denn das hier abläuft. Ja, bin gespannt. Nicht mehr wundern, wie die das meistern.